Wir leben in einer turbulenten Welt. Jeder Tag bringt scheinbar eine endlose Folge menschlichen Leidens. Von Naturkatastrophen zu jenen Tragödien, die der Mensch herbeigeführt hat. Und die alltäglichen Katastrophen, über die nicht in den Schlagzeilen berichtet wird. Familien im Tumult einer Scheidung. Schüler, die sich in der Schule mit Misserfolgen konfrontiert sehen. Leute, die mit Problemen am Arbeitsplatz ringen. Oder Angehörige, die mit der Ausweglosigkeit der Drogenabhängigkeit kämpfen. Ob das Unheil groß oder klein ist, es gibt jene, die helfen. Jene mit dem Mut, dem Engagement und dem Wissen, etwas zu tun. Das sind die ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen. Die ehrenamtlichen Geistlichen wurden von L. Ron Hubbard im Jahr 1976 gegründet und sind jetzt eine weltweite Bewegung mit über 200.000 Mitgliedern. Sie sind in über 120 Ländern tätig und durch ein weltweites Netz von Gruppen verbunden und somit die größte unabhängige Hilfsorganisation der Welt. Wenn die Katastrophe zuschlägt, sind ehrenamtliche Geistliche unter den Ersten, die eintreffen, und den Letzten, die weggehen. Innerhalb weniger Minuten nach der Katastrophe am World Trade Center waren ehrenamtliche Geistliche vor Ort, um das Rettungspersonal rund um die Uhr zu unterstützen. Monate des engagierten Dienstes der über 800 ehrenamtlichen Geistlichen brachte Anerkennung von städtischen Führungspersönlichkeiten und Belobigungsschreiben der Polizei und Feuerwehr. Als Tsunamis Thailand, Sri Lanka, Indonesien und Indien verwüsteten, wurden Hunderte von ehrenamtlichen Geistlichen aus 26 Ländern mobilisiert und brachten Hilfe für jene in Not. Angesichts der großen Anzahl der Betroffenen wurden alle in Techniken der ehrenamtlichen Geistlichen ausgebildet, von muslimischen Geistlichen zu buddhistischen Mönchen. Insgesamt wurden über 50.000 Personen ausgebildet, wodurch nahezu 500.000 Menschen Hilfe gebracht wurde. Als der Hurrikan Katrina New Orleans und die Golfküste des Mississippi-Gebietes verwüstete, kamen über 900 ehrenamtliche Geistliche, um zu helfen. Sie brachten dringend benötigte Ausrüstung über weggespülte Straßen, arbeiteten in Unterkünften für Evakuierte, organisierten medizinische Hilfsmissionen, bestritten Logistik für die Katastrophenschutzbehörde und bevor es vorbei war, erhielten sie von der 82. Luftlandedivision Medaillen für beispielhaften Dienst. Als ein Erdbeben der Stärke 7,0 Haiti nahezu zerstörte, brachten ehrenamtliche Geistliche mit Charterflügen dringend benötigte Vorräte, medizinisches Personal und Katastrophenschutzteams der ehrenamtlichen Geistlichen aus New York, Los Angeles und Miami. Sobald sie eintrafen, machten sie sich an die Arbeit und organisierten, halfen anderen und bildeten sie aus, und zwar monatelang. All dies fand seinen Höhepunkt mit einem permanenten Außenposten, der nun jenen Hilfe und Stabilität bietet, die Haiti neu aufbauen. Denn nun gibt es über 5.000 einheimische ehrenamtliche Geistliche, die mehr als 500.000 Haitianern als gelber Blitz der Hoffnung bekannt sind. Von einem Vulkanausbruch im Kongo und den schlimmsten Fluten in Indien seit Menschengedenken, zu dem verheerenden Erdbeben in Pakistan und der Zerstörung durch Wirbelsturm Larry in Queensland, Australien. In Peru, der Ukraine, in Mosambik, Italien, Taiwan, Japan, den Vereinigten Staaten. Überall, wo Hilfe gebraucht wird, sind die ehrenamtlichen Geistlichen zur Stelle. Sie arbeiten eng mit lokalen, nationalen und internationalen Organisationen zusammen. Ortsgruppen des Roten Kreuzes in aller Welt erkennen sie als Partner an. Sie arbeiten mit Mitarbeitern und Freiwilligen des Roten Kreuzes zusammen und bilden diese im Gebrauch der Werkzeuge der ehrenamtlichen Scientology-Geistlichen aus. Was auch immer die Krise sein mag, was auch immer gebraucht wird, unter den professionellen Katastrophenhelfern sind die ehrenamtlichen Geistlichen darin ausgebildet, etwas zu unternehmen und sind überall als diejenigen bekannt, die Dinge erledigen. Doch ehrenamtliche Geistliche warten nicht darauf, dass Notfälle eintreten. Sie arbeiten aktiv daran, sie zu verhindern, indem sie durch die Cavalcades der ehrenamtlichen Geistlichen ihre Hilfe direkt in Wohngegenden und Gemeinden bringen. In bedeutenden Städten auf 5 Kontinenten arbeiten sie daran, in Kooperation mit örtlichen Bürgervereinigungen und Regierungsbeamten, jede in der Gemeinde benötigte Hilfe anzubieten. Die Cavalcade der ehrenamtlichen Geistlichen bringt tausenden Gemeinden und Städten positive Veränderungen. Sie bilden Zehntausende daran aus, anderen zu helfen, während sie selbst direkt weiteren Millionen beistehen. Dann gibt es die Goodwill-Touren der ehrenamtlichen Geistlichen, die in abgelegene Gebiete reisen. Wie zum Beispiel die südpazifische Tour nach Fidschi, Samoa und zu den Cookinseln. Mit Ausbildungen, Katastrophenhilfe für die Hafenpolizei, Stadtpolizei und Sicherheitsdienste der Gemeinden.
In Indien ging es zu den Regionen um Mysore und Kalkutta für große Seminare für Bewohner ganzer Provinzen, wo 26.000 Leuten Hilfe gebracht wurde. Es gab die transsibirische Tour nach Ostrussland, die über 11.000 Kilometer der russischen Steppen reiste und über 59.000 Leuten half. In Afrika, wo sie die Dörfer und Missionen in Sambia, Botswana und Namibia besuchten und über 60.000 Menschen halfen. Noch weiter entfernt sind die extremen Pioniertouren, die den entlegensten Gebieten der Welt Hilfe bringen. Die Tour in den Norden Australiens bereiste über 4.000 Kilometer und kam mit einer der ältesten fortdauernden Kulturen der Erde in Verbindung. Die Reise in Westafrika führte die ehrenamtlichen Geistlichen durch Kamerun und das Hochland von Ghana, woraufhin sie die Savanne von Burkina Faso überquerten, wo sie über 11.000 Dorfbewohnern halfen. Die Tour auf dem Amazonas in Südamerika begann in Peru auf einem Binnenschiff und legte über 4.000 Kilometer zurück und brachte über 28.000 Einwohnern Hilfe. Wie eben beschrieben, gehen sie bis ans Ende der Welt. Jedoch macht die virtuelle Cavalcade der ehrenamtlichen Geistlichen die Technologie ihrer Hilfe ununterbrochen überall zugänglich. Es gibt Online-Kurse für alle 19 Kapitel des Scientology-Handbuches sowie Filme, die deren Grundlagen illustrieren. Zusammengenommen haben ehrenamtliche Geistliche im letzten Jahrzehnt 15 Millionen Stunden Hilfe geleistet in 122 Ländern für 10 Millionen Menschen. Ehrenamtliche Geistliche sind bereit, jedermann gleich welchen Bekenntnisses zu helfen. Sie schließen ihre Augen nicht vor dem Schmerz, dem Bösen und der Ungerechtigkeit des Daseins. Ehrenamtliche Geistliche, denen Zehntausende in einer weltweiten Bewegung beitraten, sind dem Ziel verpflichtet, Ordnung, Freundlichkeit und Anstand allen und jedem zu bringen, wo auch immer und wann auch immer. Was auch immer die Not sein mag, ein ehrenamtlicher Geistlicher kann immer etwas tun.